Guck dir das Viech mal an. Vielleicht wurde es angegriffen von irgendwelchen Tieren. Nein, das ist mit einer Klinge gemacht. Also sieht es für dich aus. Für mich sieht es aus wie Clownerbrücke. Aber die klubschen auf, Mann. Meligrant, ne? Dürf ich mir mal deine Sachen nochmal angucken? Mir ist was eingefallen von gestern. Irgendjemand von uns hatte irgendeinen Numenera. Sejos Protektorat, Lux oder Vanas. Darf ich kurz gucken, bitte? Ich will nur deine Gegenstände anschauen, die du meine, dabei hast. Meine Cyphers oder was? Alles. Ich habe nur meinen Würfel und meinen angesenkten Handschuh. Ja, hier. Schau dir doch meine Sachen an. Darf ich gucken? Ja. Also doch die Cyphers. Darf ich die kurz nehmen? Ja, alles das. Jawohl. Also ihr könnt jetzt, ne, wir können jetzt weitergehen. Ich überlege es so. Also vor dem Rathaus ist so niemand. Ich ziehe das Vieh. Ich suche eine Stelle, wo man das an ihn anbinden kann. Ja, findest du direkt davor. Ja, ich nehme dem mal das Zaumzeug da ab und binde das an ihn fest. Mhm. Gehe zur Tür des Rathauses und mach auf. Hörst ihn oben werkeln auf jeden Fall. Ah, ich höre Geräusche. Wir gehen mit. Bevor du da jetzt reingehst, sag mal, was haben wir denn, was wollten wir hier eigentlich? Hier bei Meligrand. In dieser Stadt hier. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ich vermisse mein Wasser. Also ich theoretisch wollte in dieser Stadt nichts. Es liegt nur auf dem Weg, wo ich hin möchte. Du hattest, als wir los sind, 4000 Kilometer geschrieben. Ach, dürfen die das schon hören? Oh. Das ist jetzt, ja, macht nichts. Das ist jetzt out of game. Gut. Wir müssen noch... Noch zweimal schlafen, dann sind wir da. In die Richtung. Und ich hatte sie, sag mal, angeheuert. Sein Vater wollte hier irgendwie in der Stadt was erledigen. Das wollten wir auf dem Weg dahin machen. Er hat sich angekündigt bei mir. Er hat gesagt, er hat ein Artefakt für mich, was die Heilung hier bringen soll. Er hat mir einen Brief geschrieben. Aufgrund dessen habe ich mich auf die weite Reise gemacht, um meinen Vater zu finden. Ihr Vater ist Lebur. Das ist korrekt. Da beglückwünsche ich Sie zu so einem tollen Menschen als Vater. Danke, danke. Und dann sind wir jetzt dabei, diesem Heiler hier zu helfen, das Dorf zu heilen, indem wir hier, du hast ihm die Pillen gegeben, die er analysieren kann. Ich habe doch eine Tablette, die jede Krankheit auf der gleichen Stufe oder niedriger heilt. Ja, bitteschön. Ja. Her damit! Funktioniert das? Dann müssen wir noch eine Untersuchung anbrauen. Jawohl. Er fängt wieder an, dich zu untersuchen, und zwar auf andere Weise. Steckt irgendwelche Geräte irgendwo rein, hier auch da und hier und da. Okay. Es tut auf jeden Fall höllisch weh und er kommt zu dem Schluss, dass dieses Wesen noch nicht sehr stark ist. Eventuell könnte es sein, dass diese Tablette hilft. Aber vielleicht könnte diese Tablette auch mir helfen, die Krankheit hier in dieser Stadt zu besiegen. Nee, das glaube ich nicht. Und ich hoffe davon auch geheilt zu werden, weil ich eine leichte Cypher-Krankheit habe. Aufgrund einer chemischen Nebenwirkung oder auf Strahlung oder sonstiges wirst du schwer krank, die Schwierigkeiten aller Aktionen werden 2W6 Tage lang um 2 Grade erhöht. Das heißt, wenn du einen Gegner angreifst, der Stufe 2, ist er für dich Stufe 4. 10. Oder was waren es so, ne? Warum kommen jetzt die hohen Zahlen? Ich gehe mit. Sehr gut. Ja, ich bleib als Dritter dahinter. Ich rufe schon mal. Moin, Moin. Oh, ich weiß nicht mehr, hatten die den bestimmten Gruß auf der Welt? Gott zum Gruß. Ich schieb den Vorhang weg, wenn da einer ist. Meligrand, wir sind wieder da. Jedesi. Ich erinnere mich. Jedesi, Meligrand. Wir haben alle, das war gestern ein harter Tag, ne? Mann, Alter, ich sag dir. Wir haben viel erlebt. Alles gut, wie geht's dir? Ja, geht's. Zwei Dinge.
Numero uno. Sieben Dinge. Sieben Dinge. Aber ich fange an. Dann darfst du mit deinen fünf Dingern. Erstens. Aus irgendwelchen Gründen ist unser Anin, unser Reittier von letzter Nacht, wo es noch vollkommen heile war, jetzt völlig zerschrammt und zerschnitten. Irgendjemand muss es angegriffen haben. Wir wollten gerne wissen, ob du etwas darüber weißt und ob du ihm vielleicht medizinisch helfen kannst. Ich bin kein Tierheiler. Also, okay. Aber du weißt auch nicht, was vorgefallen sein könnte. Woher soll ich das denn wissen? Ja, du bist wahrscheinlich... Wenn der einer nicht reiten kann, das ist ja... Aber vielleicht bist du die ganze Nacht am Werkeln gewesen und hast gehört, wie, hey, komm, wir schlitzen das dick Viech auf, irgendwelche Typen aus der Bar gekommen sind. Meint ihr nicht, dass ich dann irgendwie mal eingeschritten wäre? In irgendeiner Weise, wenn ich gemerkt hätte, dass hier irgendeinem Lebewesen Leid zugefügt wird? Wir kennen dich ja nicht so genau, ne? Der wird schon wieder aggressiv. Habe ich dich nicht letztes Mal erst rausschmeißen lassen? Nein. Doch. Weiß nicht. Nein, das war sein Bruder. Ich möchte Sie nicht mehr hier drin sehen. Bitte gehen Sie raus. Lassen Sie mich in Ruhe. Was hast denn du jetzt angestellt? Ich bitte Sie, okay, in höflichster Form dieses Haus zu verlassen und nicht mehr zu betreten. Ja, ich gehe. Hast du vielleicht Verband für unser Tierchen? Ich guck mich jetzt nochmal um. Verbände habe ich. Könnt ihr mitnehmen, wenn ihr wollt. Wollen wir was verbinden? Oh Gott. Kannst du das? Frage ich. Na, selbstverständlich. Ein Tier verbinden, meinst du nicht? Ja, dann mach das. Ey, da gab's schon ganz andere Sachen, ne? Da gab's schon Leute, die dachten, sie könnten Erste Hilfe und sind dann mit dem Schraubenzieher auf jemanden losgegangen. Da gab's schon Leute, die dachten, die können ein Pferd anschnallen, ja, und dann lag alles kopfüber. Wenn ich jetzt so gefragt werde, ja? Entschuldigung. Zahn verloren? Schwanger? Nee. Dann soll das Tier mit den Verletzungen da ruhig. Ja. Wird schon alles gut gehen. Sehe ich auch so. Und die zweite Sache, wie sieht's denn aus mit den Tabletten, die wir dir gegeben haben, dem Allheilmittel? Bist du da weitergekommen? Ja. Gute Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten? Oh. Ja. Schlechte Neuigkeiten? Auch. Aber gute Neuigkeiten wiederum. Fang bitte mit den guten erst an. Die guten Neuigkeiten ist, ich weiß, was ich brauche, um die ganze Stadt zu heilen. Sehr gut. Die schlechten Neuigkeiten. Wenn wir uns in dieser Stadt aufhalten mit unseren Beschwerden, betrifft das auch uns, wenn du sagst, die ganze Stadt? Ja. Und zwar baue ich eine Maschine aus verschiedenen Artefaktteilen, die genug Medizin für die ganze Stadt produziert und auch ebenfalls natürlich für euch. Und dieses Allheilmittel heilt alles? Wirklich? Kann es das? Wirklich so? Ja, gut. Die Rehschwangerschaft? Ja, bitte. Das habe ich jetzt noch nicht so gehört, aber ja, ihren Parasiten, den können wir damit auch erledigen. Wunderbar. Und Cypher-Verseuchung, Verstrahlung? Das müssen wir ausprobieren, ob das funktioniert. Na ja, klar. Du bist von dem Alien schwanger. Bin ich der Einzige, der hier kein Invalide ist aus der Gruppe? Aber so eine leichte Verstrahlung, die man eine Woche hat. Der Einzige, der ausschaut wie der Schrecken vom Amazonas, Alter. Aber alle haben sie irgendeinen hatten. Irgendwas gegen Schuppen? Ich habe glatte Haut übrigens. Ein Schaber. Ja. Gut, aber an der Sache, wie du es gesagt hast, vermute ich, dass wir für dich benötigte Teile besorgen müssen. Ja. Das ist die schlechte Nachricht. Das ist die schlechte Nachricht. Hau mal raus. Was brauchst du denn? Ich brauche 6 Dinge, nicht 7. Ich habe mich vorhin verrechnet. 6 Dinge brauche ich. Ich muss jetzt mitschreiben, ich sterbe ja hier. Ja, ich lieber auch. Was ist... 3 Männer vor ihm, die alle ihre Blöcke zucken? Nein, die einfach ihr geschärftes Gehirn jetzt ein. Ihr Gehirn näher ran bewegen. Mal einschalten, was gestern nicht so war, weil da ist ja so viel auf einmal auf einen eingeprasselt. Ja, alles gut. Was ist er? Was hat er gesagt? Ist er von Beruf oder Profession? Er ist ein Aeon-Priester, ein höchstrangiger Aeon-Priester. Aeon-Priester sind sehr angesehen. Die sind zum Wohl der Menschheit, machen die vieles. Die geben Ratschläge, wenn irgendwelche unbekannten Numenera-Artefakte gefunden werden und sowas. So, Malagran, mein Freund, was brauchst du denn? Moment, wir müssen noch warten, bis Ihr Freund das Diktat hier beendet hat. So. Nee, ist alles gut, ich höre zu, bitte. So. Ich sag schon, wenn was ist. 6 Dinge brauche ich für die Fertigstellung. Ich höre ganz genau zu. 2 Dinge sind eine Replikatorkugel. Die brauchst du 2-mal. 2 Stück davon. Und die anderen 4 ist jeweils ein Horn eines Sheol-Bullen. Eines was? Eines Sheol-Bullen. Also du brauchst 4 Hörner? 4 Hörner, eine Sheol-Bullen und 2 Replikatorkugeln. Was für ein Bulle ist das? Wie viele Hörner hat denn so ein Bulle? Ein Sheol-Bulle? Wo kommst du denn, dass du das nicht weißt? Ja, Entschuldigung, ich kenne die Dinger nicht. Das ist ein Nutztier. Ja. Hat wie viele Hörner? 1. Hat 4 Hörner. Also müssen wir nur einen Bullen finden und dem 4 Hörner abjagen. Okay, wo finden wir denn... Das war die schlechte Nachricht und jetzt kommt die gute Nachricht. Du hast die Hörner schon. Das wäre sehr schön. Er weiß aber, wo wir die Sachen finden können. Ich weiß, wo ihr zumindest die Hörner findet und ich weiß, wo jemand ist, der euch mit den Replikatorkugeln helfen kann. Und zwar in Kordesh. Wie heißt das? Kordesh. Kordesh ist eine Stadt, eine Viehzüchterstadt. Und die haben die Bullen. 2 Tagesreisen mit einem Anin Richtung Norden.
Die das heißt, züchten fast ausschließlich solche Bullen. So, dort kann man die kaufen, dort kann man die mieten, dort kann man die auch. Das heißt, wir kriegen in Kordesh alles, was du benötigst. Geschlachtet kriegen und so weiter. Zwei Tagesreise hin. Jetzt die Kugeln gibt's auch. Wollte die gibt's auch. Ja. Hat er gesagt gerade? Ja. Ich habe gesagt, dass da jemand wohnt, und zwar der Olifex. Der Olifex weiß Bescheid. Der müsste wissen, wo es solche Kugeln zu finden gibt. Olifex? Olifex. Weiß ich denn, was das ist? Replikator-Kugeln, wenn er das sagt. Kann ich dadurch, dass er mir das sagt, weil ich kenne mich ja mit den Dingern aus, habe ich da ein geistiges Bild, da wie das aussieht? Da jeder Cypher anders aussieht, auch wenn er die gleichen Funktionen hat, kannst du es dir nicht, kannst du nicht wissen, wie es aussieht. Also kann es auch sein, dass der uns irgendeinen Quatsch gibt und sagt, das sind die Kugeln und dabei ist es... Aber du bist dir sicher, dass du das rausfinden könntest, wenn du die Kugel siehst? Mach dir mal keine Sorgen. Ob das funktioniert. Alles klar, Chef. Mit was machen die? Wie würde denn das vor sich gehen? Das wüsstest du jetzt nicht. Ist zu technisch. Müsstest du die Kugel sehen? Ist zu technisch. Wenn es überhaupt eine Kugel ist, vielleicht heißt es nur Kugel. Ja. Der macht tut er. Hast du irgendeine Form von Behälter, die ich mitnehmen könnte? So eine Art Feldflasche, wenn es diesen Begriff noch gibt? Also darf eine, ich, kann eine Flasche ich kannst du haben? Mir oder? Sowas ausbauen? Ja, eine, du die halt zugeht. Etwas, was zugeht, was ich einstecken kann. Kannst du auch hier einen von meinen Schläuchen nehmen? Die werden auch von Reisenden sehr oft genommen. Darf ich einen haben? Schenkst du mir den oder borgst du mir den aus? Den schenke ich dir. Du bist der Hammer. Dafür, dass ihr das besorgt und dafür, dass ihr die Stadt heilt. Du bist der Chef. Definitiv. Schreibe ich mir das hin unter Equipment hier dann? Ja. Hier mit rein? Einen Schlauch. Trinkschlauch, kannst du schreiben. Ich möchte irgendwas, was brauchen wir noch? Was können wir gebrauchen? Du könntest Kondome gebrauchen. Was könnt ihr, was? Ich hab's nicht verstanden, was? Sehr gut. Der war gut. Was? Ich hab's nicht akustisch. Ich könnte Kondome gebrauchen. Sehr gut. Kondome für danach? Wir sind doch vor, zu spät. Wir sind doch kurz vorm Schwangerschaftsabbruch. Also von daher, wir haben nicht mehr so viel zu essen. Hast du was zu essen für uns? Zu essen sieht schlecht aus. Jetzt weiß ich habe noch eine Ration. Habe ich noch. Was ist mit eurer Unterkunft? Haben die nicht zu essen? Da ist keiner momentan. Eine Ration habe ich noch. Da sind wir auch, glaube ich, nicht so gut angesehen. Ja gut, vielleicht schon. Wenn die nicht da sind, dann werden die auch nicht merken, wenn ihr bei denen in die Küche geht und da ein bisschen was mitnehmt. Siehste, wieso habe ich keine Ration mehr hier stehen? Freunde halten immer zusammen. Ja, jawohl, geht schon, Alter. Freunde, aber. Gute Freunde kann niemand trennen. Also, meine Gwen, du sagst, 2 Tagesreise nach Kordesh. Oh Mann, ey. Ja. Dann geht davon aus, wenn das alles ohne Probleme glatt über die Bühne geht, halten wir uns da einen Tag auf. Mit einer 2-Tages-Rückreise sind wir in 5 Tagen wieder hier. Ich hau noch einen Tag drauf. In 6 Tagen sind wir wieder hier. Wenn nichts dazwischen kommt. Wenn nichts dazwischen kommt. Passt das für dich? Alles gut? Ja, natürlich. Selbstverständlich, das wäre super. Alles Mögliche dafür vorbereiten. Und wir. Du zufällig unsere Mitstreiterin heute schon gesehen, seit wann auch immer du hier wach bist? Nee. Zufällig. Habe ich nicht gesehen. Wer malte denn diese ganzen Gemälde hier? Das waren die Vorbesitzer und die ganzen Bürgermeister hier und die Angestellten. Ich weiß das nicht. Die haben mich ja hier nur einquartiert, um mein Labor hier aufzubauen. Um der Stadt zu helfen. Du weißt aber auch, dass die das gemalt haben? Denke ich, gehe ich von aus. Also wer soll das sonst gemacht haben? Wo ein Bild von dir ist, dein Gesicht tatsächlich dort, auf diesem Bild. Ich breche ab. Ich auch. So stehst und hinter dir irgendwelche stilistischen Zeichnungen von Menschen, die dich so anbeten und so weiter. Auch dieses Teil dann von dir. So, wow, dann musst du mir wohl zum Essen einladen. Warum? Ja, keine Sorge. Gibt er aus, ey. Ich habe bloß noch eine Ration. Warum wollte ich? Und das kriegen wir schon. Wir holen uns jetzt dann erstmal Wasser. Wir gehen in die Herberge und klauen uns alles zusammen, was wir da an Essen finden. Richtig. Können. Das machen wir zur Not und holen uns wie Wasser. Zur Not. Zur Not, das machen wir das mit Vorsatz. Ja, genau. Natürlich. Ich wollte, dass es sich nicht so brutal anhört und dass wir wieder die Bösen sind. Ey. Wir sind doch nicht böse. Wir haben, wir haben essen. Also, wir haben ja gestern, haben wir ja potenziell ganz vielen Leuten, weiß ich nicht, ob man sagen kann, ein bestimmtes Leben gerettet. Wer weiß, was die gegessen haben da, die Viecher. Ja, und vor allen Dingen bin ich der Heiland für die Tussi da in dem. Wissen wir denn, was mit diesen Hörnern gemacht wird? Werden diese Hörner gehandelt? Oder wie ist das normal, so weit dass wisst man ihr das die nicht. Das sind eigentlich Nutztiere und die werden hier und da verarbeitet, geschlachtet, gegessen und so weiter. Okay, aber also kriegt man ganz normal bei jedem Viehzüchter, kann man auch so ein Horn haben, ja. theoretisch. Also muss man nicht irgendwie was Besonderes machen und das Vieh verwandelt sich dann in... Bisher hast du noch nichts weiter darüber. Okay. Ja, dann würde ich sagen, okay. Wir brechen auf. Genau. Erstmal in die Unterkunft. Schön, dass wir da waren. Wie? Ja, aber meinst du, wir können auf unserem Tier reiten momentan? So malträtiert wie das ist, das hat bestimmt keinen Bock. Das sehen wir dann. Wir haben keine andere Wahl. Es sind 2 Tage mit diesem Vieh. Ohne den Vieh sind es vielleicht 10.
Eigentlich sind wir halt zu viert. Okay. Ja, aber bei dir. Oh Mann, ey. Aber wir gucken einfach mal. Ich gehe mal davon aus, dass wenn wir nicht volles Galopp machen, dann trägt es uns da schon hin. So, also ich habe die Wunden ja vorhin gesehen. Es sah jetzt nicht so aus, als ob es gleich stirbt. Gut, also ich versuche mir nochmal zusammen. Wir gehen mal zu dem Brunnen, dann hole ich mir ein bisschen raus, fülle den Schlauch ein, guck, ob der auch passt, ob da alles. Trink erstmal einen tiefen, dicken Schluck und dann fülle ich den komplett. Genau, in dieser. Dann mache ich das so. Wir sollen uns ein bisschen von dem Wasser abgeben im Notfall, falls es uns unterwegs dürstet. Hat nicht einer von euch auch so ein Ding mitgenommen? Nee. Nein. Da waren doch, lagen doch einige rum, geh doch und hol dir noch eins. Er war doch so lieb. Dann gehen wir da mal rein. Ja, aber scheiß ihn nicht wieder an. Genau, nein, geh, nein. Mach du das mal. Holst alleine. Du für mich so einen Schlauch mit, dann gehe ich schon mal und hol die Vorräte. Die Vorräte aus, ja, okay. Der Butze. Ja, und ich bleib bei dem Tier. So, dann stapfe ich zur Herberge zurück. Gut, dass er das macht. Geh rein und sehe ich jemanden inzwischen? Keiner da. Gehe ich in den Küchenbereich. Schaue ich nach Waren, die man eine längere Zeit bei sich haben kann, wie Brot zum Beispiel. Was nicht so. Es sind da diverse Lebensmittel, die ihr kennt, stapeln sich da in einem Regal, wie auch immer. Gut, ich nehme das Fleisch, ist das schon fertig? Man bräuchte es praktisch nur beim Lager. Roh oder geräuchert? Oder, okay, also beim Lagerfeuer dann irgendwie und dann kriegt man das schon. Na, wenn es gepökelt ist oder geräuchert, kannst du es auch so essen. Gut, nehme ich das mit. Nur das Rohe, dafür brauchst du dann. Und Brot. Was würdest du sagen? Du nimmst das ganze Fleisch mit. Da hängt ein halbes Tier, ne? Nein. Irgendwie. Ach so, ich dachte, da hängen so ein paar. Nenn so ein paar so Filetstücke. In Schnitzeln? Das eine Stück Fleisch nehme ich mit. Wenn das Viech getrunken hat. Ja. Okay. So, das eine Stück wenn Fleisch. Wenn das Viech getrunken hat, komme ich ihm aber hinterher. So, und dann suche ich. Das sind 20 Rationen, dieses Fleisch. So. Hier, ich hacke das Fleisch klein. Ja. So, und ich hacke das Brot klein. Mir 5 Rationen ein. Geht das? Wir haben Rationen, Fidi. Wir haben die Tagesreise geplant. 6 Tage sind wir unterwegs, wenn alles gut geht. Wäre es trotzdem nicht ratsam? Die Wunde ist offen. Wir haben eine lange Reise vor uns. Ob wir da nicht irgendwie was drum machen? Eine alte Decke. Natürlich wäre das ratsam. Irgendwas, er hat, weil eine Infektion aber ist, ich denke, er ist schnell das, eingefangen. Der hat dir doch die Binden gegeben, der Melligrine. Ihr habt mich abgehalten. Ja, willst du wirklich machen? Ja, ich kenne mich mit sowas nämlich nicht ja, aus. Ja, wir haben dich nur in Frage gestellt. Du hättest einfach sagen müssen, klar. Willst du dich jetzt mal opfern? Dass du dem Vieh das, dass du dem Vieh ja, da ey, die Binde kein ummachst? Thema. So, dann gib mir doch mal die Verbände daher. Gerne. Oh Mann. Machen ja gut, dann machen wir das so. Einer müsste dann vielleicht mal raufklettern, dass ich dann so die Binden rumwerfe. Aber Räuberleiter. Also ich fange mit dem Bein an, mit dem 20er an. Ja, hast du irgendwas, was dir da hilft? Eine Fertigkeit vielleicht? Lebloses Zerbrechen. Das kannst du machen, wenn du möchtest. Ich bin ja krank, ich muss ja... Toll, wozu ihr mich wieder zwingt. 13. Ja, das klingt gut. Ja. Ich verschnüre das Bein mit den gröbsten Wunden, bin da bei vorsichtig, tätsche das Viech. Und verknote das ein bisschen mal, sodass es halt fest hält. So. Sehe ich mich um. Noch irgendein Bein schwer verletzt oder? Ich gehe jetzt davon aus, dass du es komplett verbindest. Ich habe es komplett verbunden. Ja. Sieht aus wie eine Mumie jetzt. Na, sehr gut. Dann sind wir Reisestart klar, würde ich sagen. Ja. Moment. Ich will noch kurz was überlegen. Wolltest du jetzt von mir hier noch den. Ja. wie nennt man in dieser Welt, in der wir uns da befinden, sowas wie Postsendungen, wie nennt man das? Ja, es gibt ja Nachrichten. Gibt es sowas Typen, wie ein Postsystem? Es gibt aber auch irgendwelche Viecher, also per so wie Brieftaube halt, nur dass es so Fledermaus-ähnliche Viecher Brief an ihn. Die Briefe überbringen und Textnachrichten, wenn man schreiben kann. Es können ja nicht viele Leute schreiben. Aber Leute, die ein Geschäft haben, die Händler sind, die können doch bestimmt schreiben. Ja, da herrscht das wie Faustrecht. Wie mein Kontakt. Ja, zumindest zählen können sie. Noch einmal, wo wollten wir hin? Was war unser endgültiges Ziel nochmal? Du wolltest doch irgendwo. Das Ding ist, einen genauen Ort oder ob es eine Stadt ist, kann ich nicht sagen. Ich sehe nur auf meinem Radar, wo ich hin möchte. Ich möchte dieses Teil jetzt gleich haben von dir, aber ich überlege jetzt, ob sich das überhaupt lohnt. Also ich brauche es eh nicht, denke ich mal. Telepathische Nachricht wirklich nicht. Mhm. Nee, natürlich brauchst du das nicht. Ich brauche das. Moment. Das geht an jeden, den ich kenne. Da steht da. Wir könnten doch auch Bree eine Nachricht schicken. Ja, ich habe das jetzt gerade schon, als du das gesagt hast, kam mir das. Aber ich wollte doch irgendwas wissen. Ich kenne jemanden, der kennt sich aus. Der weiß ganz viel. Der trifft jeden Tag Leute von überall her. Aber dem könntest du doch einen Brief schicken. Wohingegen wir nicht wissen, was mit Bree ist. Der könnten wir die Nachricht schicken.
Der könnte mir sagen, triff uns in Kordesh. Ja, da hast du recht, ja. Dann mach das doch. Mach ich das. Ich würde gern Bree eine Nachricht schicken, dass wir auf dem Weg nach Kordesh sind. Du weißt, wie viele Worte du senden kannst? 10, ja. Dann überleg dir jetzt genau, welche Worte du benutzt. Ja, aber benutzt das Teil noch nicht. Schreib's dir oder sag erstmal, was du sagen natürlich. Möchtest. Und dann, was ist Bree, das? Hier ist Captain Weltraumpräsident Mac Hammergeil. 10. Nachricht zu Ende. Weltraumpräsident. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Nee, aber wir könnten ja, Bree, also ihren Namen musst du nicht sagen, ne? Ja. Weil sie erkennt ja die Stimme dann, dass du das bist. Okay. Wo bist du, wären 3. Ja, aber sie kann uns ja eh nicht antworten. Nee, eigentlich brauchen wir... Sie weiß ja, dass wir nicht wissen, wo sie ist. Sie soll einfach nur nach Kordesh kommen. Genau, eigentlich bloß eine Nachricht, dass sie da hinkommen. Wenn du noch lebst, triff uns in Kordesh. Ja. Wir gehen nach Kordesh. 2 Tagesreisen nördlich von Bios. Irgendwie so. Könnten uns ja einen Tag oder 2 Tage in Kordesh aufhalten und warten, ob sie da hinkommt. Genau. Sind auf'm nee. Weg. Reiten. Nach Kordesh. Kordesh. Ja, genau. Das dürfte, glaube ich, verständlich sein, so, oder? Also reiten nach Kordesh, 2 Tage nördlich, nach 4 Tagen zurück. Aber da weißt Verstehst du das, was er jetzt gesagt hat, so? Nach 4 Tagen zurück, das ist aber knapp. Ja, wir brauchen 2 Tage dahin, warten 2 Tage dort. Dann weiß sie aber nicht, dass wir... Dann sind wir aber 6 Tage unterwegs. Nach 4 Tagen, ja. Aber sie weiß dann auch nicht, dass wir nach Bios zurückgehen. Das ist schwierig. Kriegt sie doch jetzt eine Info, wo wir uns gerade befinden? Von wo die Nachricht gesendet wird, das nicht? Die kriegt einfach, wie so eine geistige Eingebung wird das sein. So ein Reiten von Bios nach Kordesh sind in 6 Tagen zurück. Hauen wir diese Nachricht so raus? Nach Kordesh? Nach Aktivierung muss das Gerät an die Schläfe des Anwenders gehalten werden, wo es sich kurzzeitig festheftet. Muss ich noch irgendwas würfeln? Nee, ne? Einfach nur, hier steht nur an, Schläfe halten. Funktioniert so. Hast du jetzt den Satz, bevor du es sprichst? Reit von Bioth nach Kordesh sind in 6 Tagen zurück. Ja. Reiten von Bioth nach Kordesh sind in 6 Tagen. Also ich hopp langsam mal aufs Anin drauf. Bin jetzt hier weg. Ich hinterher gleich. Der erste, an dem wir vorbeikommen. Ja. Sag ich nochmal, morgen. Yeti See. Also. Die verstehen dich sonst nicht. Jedes Sie. Kannst auch Moin Moin sagen. Bürger. Irgendjemand da. Pöbel. Hallo. Wer ist denn der Erste? Wen kann ich denn da ansprechen? Was ist denn das für jemand? Hallo. Ja, ich bin Tipp. Wollte dich fragen, ob das ein Kerl ist. Ein bisschen runtergekommen, sehe ich aus. Ja. Den Hut auf. Kennst lange Haare. Ungepflegt, wie alle hier. Kennst du Kordesh? Kordesh? Die Stadt. 2 Tage nach. Ach so, eine Stadt, ja. Kennst du Anne? Keine Ahnung, war ich noch nicht. Okay. Anne Fresse? Das macht dann ein Schinn, bitte. Das ist ja eine Information, die ich dir ja gegeben habe. Kannst du dir vor den Stadttoren abholen, ja? Leg ich dir da hin. Im Vorbeireiten einfach. Mach so, hier. Ja, tschüss, Fremder. Ja. Ich hol's mir ab. Dann geht er ganz fröhlich da in die Richtung. So, wir verlassen die Stadttore. Das war doch so eine Wüstengegend da vor der Stadt, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, so eine Mischung. Also es kommt Steppengegend, Wald, Steppe. Genau, Steppe, Wälder so. Ab und an. Und also, hat er uns die Richtung gesagt? Nördlich. Nördlich. Trabe ich drauf los. Ich schaue mich ein bisschen um. Sehe ich in der Ferne irgendwelche Banditen? Nein. Wegelagerer? Auch nicht. Irgendwelche komischen Tiere mit Blut, wie hießen die? Plasma, Blasen auf dem Rücken? Nein, auch nicht. Auch keine Blutbärme. Blutbärmen, genau. Siehst du nicht? Also, oder Anin schwächelt nur ein bisschen. Oh. Das habe ich mir fast gedacht. Aber es kann ja noch, ne? Macht das irgendwelche, ich kann nicht mehr Geräusche, oder? Ja, es, ja. Wenn wir jetzt einen halben Tag unterwegs sind, müssen wir bald mal eine Pause machen, es ne? Es ist auf jeden Fall, es wird langsamer und gut. Sehe ich eine Wasserstelle oder irgendwie sowas? Ja, würde ich gerade sagen, schauen wir uns nach sowas um. So einen Entwässerungsgraben gibt es da nur. Ich würde vorschlagen, wir rasten kurz, bevor uns unser Tier zusammenbricht. Wenn ich diesen Graben erreiche, stoppe ich das Anin. Wer von euch möchte es einer von euch füttern, oder? Wie füttern?
Naja. Ich fütter hier gar nichts mehr. Ja, was sind das für Wasser? Ein Fluss, ein See, ein Bach? Ein kleiner, hat er ja gesagt. Abwasser. Na, das Abwasser. Wird doch von alleine trinken. Nee, erst ein mal, Entwässerungs-, oder? Entwässerungsgraben von irgendwelchen Feldern und so weiter, damit das da nicht überschwemmt. Macht man ja so einen Graben da rein, damit das irgendwo hin kann, das Wasser. Ja. Macht es das von alleine trinken? Oder ja, muss das man, trinkt ja wohl von alleine. Das trinkt auf jeden Fall was. Ja, sehr gut. Scheint das sehr viel Durst denn, zu haben. Dem doch mal was zu essen da. Versucht es doch mal. Genau. Also Wasser trinken tut's. Ich würde dem eine Ration von dem Fleisch abgeben. Wenn es das essen möchte. Ja, ist es. Können wir denn auch sehen, ich weiß nicht, ob es jeden interessiert, aber ob sich am Verband so Blut durch... Nö, hat sich nicht viel also großartig getan. Wunde, alles in Ordnung. Also gut gemacht, es, ne? Es wirkt jetzt gesund und es so. Es wirkt, ne? Auf jeden Fall so, als wenn da nichts durchsuppt. Wunde in Ordnung, hört sich gut an, trinkt, isst. Ja, ich gucke mich mal um in alle Richtungen und gehe mal so 150 Meter so einen kleinen Spaziergang zu machen. Mhm. Was machst du? Du fütterst das Anin noch, oder? Mhm. Ja, ich kümmere mich da noch drum. Das Anin guckt dich an. Ich tätschle so ein bisschen. Und guckt über deine Schulter. Und du meinst, es könnte sich freuen. Ja, dreh ich mich um in die Richtung. Das Anin sieht nämlich... Das Anin sieht, wie ich schon fast bei dir bin, rasend, und springe dir sowas von in die Fresse... Aber so richtig rein. Auf einem Anin nein, reiten? Nein, zu Fuß. Schade. Nein. Mir? Ja, dir. So okay. Richtig fett in die Fresse und schlage auch noch nach. Kann cool. Ich ausweichen? Ja, sie würfelt Angriff, du würfelst Verteidigung. Okay. Einfach W20. Bin ich Wer die Anstrengung benutzen wollt, könnt ihr das natürlich machen. Ich muss doch mal ja, ich habe meine Unterlagen. Bin ich in einem Umkreis, dass ich das von Weitem sehen kann? 18. Und erkenne ich sie auch als... Wenn du in dem entsprechenden Umkreis bist, das kannst du... Jetzt geht's los. Fahre ich weiter unsere Vehikel, ich bin immer so der... Nennt man das auch so beim Reiten, dann Vehikel? Nee, ein Vehikel ist, glaube ich, ein... Aber ich habe gesagt, ich fahre unsere und reite unsere Vehikel, das war so allgemein gesprochen. Ach so, okay. Ich bin hier immer der... Der also fährt die Pferde und reitet die Autos. Genau, der Chauffeur. Ich gerne. So. Wie nennt man das? Oh Gott, nicht schon wieder. Jetzt hängt das sich das Ding um den Hals dann gleich so. Ja, bitte.